Veranstaltung Fleischfabrik Räucher. Die meisten wissen es, wir haben unsere Veranstaltung nach dem Buch von Alfred Hofreiter benannt, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Und wir können den Autor heute hier begrüßen. Herzlich willkommen, Alfred Hofreiter. Als Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen auch Dieter Dombrowski, der ist Vize-Landtagspräsident im Brandenburger Landtag und gleichzeitig umweltpolitischer Sprecher. Viele von Ihnen. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Er lag ja des Öfteren mit dem ehrenamtlichen Naturschutz über Kreuz, aber was ihn wirklich auszeichnet, aus meiner Sicht, ist, dass er immer mit offenem Visier diskutiert. Herzlich willkommen, Martin Stock. Er ist Geschäftsführer der Fleischerinnung Brandenburg, Berlin, Entschuldigung. Und herzlich willkommen, Michael Wimmer. Er ist Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau und gleichzeitig Sprecher des Aktionsbündnisses Agrarwende. Wir haben uns den Ablauf dann so vorgestellt, dass zunächst Toni Hofreiter seine Eindrücke aus Brasilien erklärt, anhand auch von einem Film, danach das Buch vorstellt, in Form von tatsächlich einer Lesung, also wir haben heute eine Buchlesung, und am Ende drei Forderungen oder Maßnahmen vorstellt, wie könnten die Perspektiven einer zukunftsfähigen Landwirtschaft aussehen. Und genau die wollen wir dann diskutieren in der Runde mit Herrn Dömer, mit Herrn Dombrowski und mit Herrn Stock. Und nachher beide dann auch gerne das Publikum mit einbeziehen. Das ist selbstverständlich, sodass wir dann nach etwa 2 Stunden, vielleicht gegen 9, reicher und viele Erfahrungen und einiges Wissen sind. Am Ende ist es sicherlich noch möglich, dass Toni Hofreiter ein paar Bücher signiert. Aber jetzt darf ich erstmal spannungsreiche Diskussionen wünschen und zuvor die spannende Einführung von Alfred Hofreiter. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, auch guten Tag von meiner Seite. Es freut mich, dass die Diskussionspartner sich auch bereit erklärt haben für dieses nicht ganz einfache Thema. Es freut mich, dass Sie zu diesem schönen Abend gekommen sind. Wir sehen jetzt das erste Mal einen kurzen Film, den wir in Brasilien gedreht haben. Ich war im Herbst letzten Jahres wieder in Brasilien, diesmal nicht als Wissenschaftler. Ich war, bevor ich hauptberuflich Politiker geworden bin, war ich Botaniker mit Arbeitsschwerpunkt in den Tropen, da wiederum Arbeitsschwerpunkt Neotropis, das heißt Südamerika und Mittelamerika. Und der Film ist gedreht in Mato Grosso. Mato Grosso ist eine der Schwerpunktregionen des Sojaanbaus. Da wird auf gigantisch großen Feldern gentechnisch verändertes Soja und gentechnisch veränderter Mais angebaut. Wofür wird es angebaut? Es wird angebaut nicht für die menschliche Ernährung, sondern als Viehfutter. Es wird insbesondere exportiert nach Nordamerika, nach China und nach Europa, in Europa schwerpunktmäßig nach Deutschland. Es gibt 3 Hauptanbauländer für dieses Soja in der Region. Das ist Brasilien, das ist Argentinien und das ist Paraguay. Paraguay ist das Land mit dem wenigsten Anbau, weil es schlichtweg flächenmäßig das kleinste Land ist. Die Bauern, ich glaube, man kann es mal nicht Bauern nennen, sondern es sind Großgrundbesitzer, die in Mato Grosso agieren, haben so 200.000 Hektar, 300.000 Hektar. Wir haben auch mit Blavio Maggi gesprochen, de facto den Besitzer von Mato Grosso. Er ist praktischerweise Senator in Mato Grosso und gleichzeitig der größte Sojabauer oder Großgrundbesitzer in der Region mit über 300.000. Wir haben auch lokale Bürgermeister gesprochen oder lokale Vizebürgermeister. Das war einer, der war eher klein, der hat 19.000 Hektar unter dem Pflug. Und wir haben auch gesprochen mit Kleinbauern, mit Vertretern der katholischen Kirche, mit Wissenschaftlern, die im toxikologischen Bereich tätig sind, im Bereich der Krebsforschung. Wir konnten nicht mit allen sprechen, zum Beispiel ein Wissenschaftler, der gerade im Bereich der Krebsforschung tätig ist, im Zusammenhang mit Agrargiften. Der musste sich verstecken, weil er entsprechend heftige Morddrohungen erhalten hat. Wir haben einen Kleinbauern gesprochen, der zu seiner eigenen Überraschung noch lebt. Denn er war bereits für den Tod ausersehen und hatte bereits die Waffe im Kopf. Und zu seiner
irgendwas gestört fühlt und es dann wieder abkaut. Deswegen hat der Kleinbauer überlebt. Aber wir haben auch mit Vertretern der Landpastorale gesprochen. Das ist eine kirchliche Organisation, die die Indigenen und Kleinbauern unterstützt, entsprechend im Kampf um Land. Und die haben uns auch berichtet und entsprechend eindrücklich gezeigt, wie viele Menschen auch in dieser Saison bereits wieder ermordet worden sind, wie viele Familien vertrieben worden sind. Denn dieses Gebiet, diese 200.000 Hektar, diese 300.000 Hektar, wo Soja angebaut wird, das war ja davor nicht unbewohnt. Da haben auf der einen Seite die Indigenen gelebt, die haben Wanderfeldbau betrieben in den Regenwäldern und Buschwäldern, und auf der anderen Seite, die leben da seit Jahrtausenden, und auf der anderen Seite, die leben erst kürzer dort und haben Kleinbauern gelebt, die auf ihren kleinen Feldern halt Gemüse anbauen, die auf ihren kleinen Feldern ein bisschen Hühner halten, ein bisschen Rinder halten, ein bisschen Schweine halten, also Lebensmittel produzieren und nicht nur reines Viehfutter. Man muss dazu wissen, dass früher die Region autark war, also die Menschen davon leben konnten, was vor Ort produziert wird. Inzwischen müssen in dieses Gebiet, wo jetzt fast die gesamte Regenwald gerodet wird, müssen 70-80% der Lebensmittel importiert werden, weil nämlich die Kleinbauern, die Lebensmittel angebaut haben, vertrieben oder ermordet worden sind und nur noch für den Export eben gentechnisch verändertes Soja und gentechnisch veränderter Mais angebaut wird. Und jetzt glaube ich, der Film dauert bloß ein paar Minuten und dann erzähle ich noch ein bisschen was, wie die Zusammenhänge sind, dann lese ich ein paar Stellen im Buch vor und dann sind wir in der Debatte. Der Film ab geht jetzt. Wo einst Regenwald war, Felder für Genmais und Gensoja, soweit das Auge reicht. Stundenlang fahren wir vorbei an überdimensionierten Flächen, die nur mit Kulturkultur kennen. Ich will mir selbst ein Bild in den Anbaugebieten Brasiliens machen und ich will wissen, welche Auswirkungen hat der zunehmende Anbau von Gensoja. Was sind die konkreten Folgen der internationalen Agrarpolitik? Wir sind gerade Mato Grosso. Mato Grosso heißt eigentlich der Wald. Hafer Wald ist nicht mehr zu sehen. Wir stehen von einer riesigen Plantage. Da geht der nicht verändert und sowas. Eben von Syngenta, wie wir hier unten sehen. Und was das Spannende ist, zu beobachten, obwohl große Mengen Pestizide eingesetzt werden, ist die Pflanze, die Pflanze fressen. Was schwierig die Ursache dafür ist, dass immer mehr Insekten resistent werden, auch gegen die am stärksten toxischen Pestizide. In der Region Mato Grosso in Brasilien wird Soja hergestellt, das weltweit für Tierfutter verwendet wird. Auch bei uns in Deutschland. Über 80% des Nettoimports an Soja und Sojaprodukten stammen aus Südamerika. Hauptsächlich aus zwei Ländern, Brasilien und Argentinien. Deutschland hat an diesen Nettoimporten einen maßgeblichen Anteil. Das Soja wird hauptsächlich über diese Straße transportiert, die berühmte Sojastraße, eine Schneise mitten durch das Amazonasgebiet. Die BR 163 führt über mehr als 1700 Kilometer von Süd nach Nord, entlang der Strecke zig imposante Lagerhallen. Soja ist in Mato Grosso die Ware, die zählt. Dabei ist der Boden dann unbedingt für den Anbau geeignet. Wenn man eine Unmenge Pestizide und Unmenge Dünger drüber tut, kannst du halt damit nichts anfangen. In Lucas do Rio Verde treffe ich zunächst Nilfo Manchev. Er ist Kleinbauer. Er bearbeitet mit seiner Familie gerade einmal 2,4 Hektar Land und hat 30 Milchkühe. Sein Acker grenzt direkt an eine große Plantage. Es kam schon vor, dass Pestizidwolken nach einem Sprüheinsatz vom Nachbarn vom Wind rübergeweht wurden und seine Pflanzen zerstört haben. Glyphosat und Co. lehnt er ab. Er setzt stattdessen auf ein natürliches Insektizid, auf Samen und Öl dieses Nienbaums. Das wirkt gegen Schadinsekten, die dagegen keine Resistenzen entwickeln können. Nilfo Manchev ist der Kopf des lokalen Widerstands gegen die Agroindustrie. Er berichtet mir, wie er für sein Engagement sogar einmal eine Morddrohung erhalten hat. Ihm wurde eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, er solle verschwinden. Andere NGO-Vertreter haben uns diese Bilder gegeben. Sie zeigen, wie ein Kleinflugzeug Gift auf Pflanzen von Kleinbauern versprüht. Es ist ein sogenanntes Totalherbizid, das damit die gesamte Ernte vernichtet. Diese Aufnahmen sind entstanden, nachdem dort ein Brand gelegt wurde.
In allen Fällen wird hinter den Sabotageakten die Agroindustrie vermutet, mit ihren perfiden Versuchen, die Menschen von ihrem Land zu vertreiben. Das erklärt, warum auch Nymphomantia vorsichtiger geworden ist und sich viele Bauern trotz ihrer bedrohlichen wirtschaftlichen Lage nicht mehr trauen, sich öffentlich für ihre Rechte einzusetzen. Die Agroindustrie vertreibt aber nicht nur Kleinbauern. Selbst kleine bis mittlere konventionelle Betriebe stecken in Brasilien in großen Schwierigkeiten. Ich besuche eine Familie, die 420 Hektar bewirtschaftet. Und mittlerweile wird dort nur noch Gensoja und Genmais angebaut. Der Bauer zeigt uns sein Saatgut, das unter anderem von Bayer stammt. Im Schuppen dahinter ein Berg leerer Pestizidkanister von Roundup und 2,4-D. Mit diesem Gift wird flächendeckend gesprüht. Die Familie hat sich angepasst. Trotzdem bekommt sie regelmäßig unerwünschten Besuch von Leuten mit fertigen Verträgen. Sie drängen den Bauern, sein Land zu verkaufen. Er selbst weiß nicht, wie lange er seinen Betrieb noch halten kann, wie lange er dem sich noch widersetzen kann. Aus der Luft zeigt sich das gesamte Ausmaß. In Mato Grosso besitzen 3% der Agrarbetriebe 61% der Agrarfläche. Tendenz steigt. Die Folge: mehr Vertreibung, mehr Konflikte. Betroffen sind Kleinbauern, Indigene oder Menschen, die als Nomaden leben und nach der Regenzeit umherziehen. In Brasilien wird klar: wir dürfen eine solche Form der Landwirtschaft in Südamerika nicht weiter fördern. Wir brauchen klare Regeln für den Import von Soja und Mais nach Europa. Und das heißt auch, wir brauchen dringend eine Zertifizierung für Tierfutter, das wir hier in Europa verwenden. Ja, im Film haben wir ja schon eindeutige Bilder gesehen. Das war eine Region, wo ich das erste Mal war, 92. Damals war das noch weitgehend dichter Wald, beziehungsweise dicht mit Busch bestanden. Damals war ich noch Student. Jetzt war ich, wie gesagt, im politischen Zusammenhang geraten. Und man muss sich auch darüber im Klaren machen, sein. Es werden damit sehr, sehr viele Menschen ermordet. Aber der Anteil der Bauernfamilien, die vertrieben werden, ist gigantisch hoch. Also die Zahlen, die die katholische Kirche bzw. die Landpastorale, die insbesondere von der katholischen Kirche betrieben wird, nennt, die sind extrem erschreckend. In manchen Regionen werden über die Hälfte der Bauernfamilien sind in den letzten 10 Jahren vertrieben worden. Und einer der Effekte eben davon ist, dass da kaum mehr Lebensmittel angebaut werden. Was ist, wie gesagt, der Zusammenhang mit uns? Wir produzieren inzwischen in Deutschland so viele Tiere, dass wir die Flächen dafür schlichtweg nicht haben. Und deshalb im großen Umfang insbesondere Proteinfutter, und dafür ist Soja sehr, sehr gut geeignet, zu kaufen müssen. Und mit diesem zugekauften Proteinfutter, dann können wir eben sehr, sehr große Ställe betreiben. Wir können am Stelle mit 10.000 Schweinen und 40.000 Hühnchen das Zentrum dieser Art von Fleischproduktion, Landwirtschaft kann man das zum Teil nennen, ist in Niedersachsen. Niedersachsen hat deshalb auch entsprechend große Probleme mit zu viel Gülle, entsprechende Probleme im Antibiotikabereich, entsprechende Probleme im Konzentrationsbereich. Da haben wir sehr, sehr viele kleine und mittlere Bauern aufgegeben. Also in den letzten 10 Jahren haben 70% der mittelständischen Bauern im Bereich der Schweineproduktion aufgegeben. Im Moment sind gerade die Milchbauern total unter Druck, also ganz massiv unter Druck. Und ich würde vorschlagen, ich lese jetzt einfach ein paar Stellen aus dem Buch vor und dann sage ich noch kurz was, wie ich glaube, wo wir gegensteuern könnten, und dann kommen wir einfach in die Debatte rein. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich so etwas lese von, ich habe die letzten 2-3 Jahre sehr, sehr viele Landwirte besucht, konventionelle und Biobauern, auch verschiedene konventionelle Bauern. Und das ist ein Beispiel von einem ganz klassischen konventionellen Stall, was man da heute so erlebt. Die Tür zum Stall öffnet sich. Brütend warme Luft, gedrängt von einem undefinierbaren Gestank, wabert den Besuchern entgegen. Rechts und links des Ganges sind Schweine in prangvoller Enge in viel zu kleinen Boxen untergebracht. Neugierig reiten sie ihre Schnauzen unter dem Metallgatter hindurch. Die Tiere sind gerade einmal 3 Monate alt. Mit deutlichen Schrammen auf dem rosa Rücken irren sie durcheinander.
Hinten in der Ecke sucht ein Schwein nach Beschäftigung und rüttelt und beißt an einer Metallkette herum. Allen Tieren fehlt etwas, der Ringelschwanz. Damit sie sich nicht gegenseitig vor lauter Langeweile anbeißen, wurde an den Tieren nach der Geburt routinemäßig amputiert. Das sei besser für das Wohl der Tiere. Diese Praxis ist nicht ungewöhnlich in der Schweinemast. Man will vermeiden, dass die Tiere sich gegenseitig anfressen, denn sonst kommt es zu erheblichen und gefährlichen Verletzungen. Unter diesen Haltungsbedingungen hat er damit auch recht, unser Landwirt. Doch statt die Haltungsbedingungen so zu verbessern, dass es gar nicht vorkam, passt man die Tiere den Stellen an. Ob die Tiere mit oder ohne Ringelschwanz gehalten werden können, ist deshalb ein guter Indikator dafür, wie es den Tieren geht. Dieser Schweinemastbetrieb, den ich besucht habe, ist ein ganz normaler Betrieb, wie es sie tausendfach in Deutschland gibt. Die Haltungsbedingungen sind Standard und der Mester ist ganz sicher kein Halt wie ein Strathof, der für seine systematischen Tierschutzverstöße bekannt ist. Der Betrieb des Mannes ist in einem Ballungszentrum der deutschen Tiermast auf einem schönen alten Hof beheimatet. Die Größe eines bäuerlichen Familienbetriebs hat er aber längst gesprengt. Früher hatte er hier mal ein paar hundert Tiere gehalten. Heute sind es 3500. Bald sollen noch mal mehr als 1000 Tiere dazukommen. Wie viele andere Schweinebehalter expandieren auf dieser Mester? Er ist im jetzigen System nahezu dazu gezwungen. Denn die Schweinemester verdienen nur wenige Euro pro Schwein. Und so versucht er, die niedrigen Preise pro Tier durch mehr Masse auszugleichen. Er sagt, man müsse an die Zukunft denken. Dann ist natürlich auch immer in Frage, was gerade auch sehr, sehr viele junge Leute stark bewegt, ist, wie es denn eigentlich kommt, dass ich überhaupt noch Fleisch esse. Denn wenn man sich das intensiv damit beschäftigt hat, könnte man zu der Meinung kommen, man darf grundsätzlich kein Fleisch essen. Deshalb ganz kurz, das wird da im Buch auch angesprochen, in letzter Zeit werde ich immer wieder gefragt, ob ich denn Fleisch esse oder nicht. Nicht erst seit der Debatte um den Veggie Day ist das eine Frage, die Menschen bewegt. Vom Veganer bis zum Schweinehalter. Diese Frage impliziert, bist du auf unserer Seite oder nicht? Bei manchen, egal auf welcher Seite, hat das fast schon religiöse Züge angenommen. Ob wir Fleisch essen oder nicht, wird zur Gewissensfrage die Teile der Gesellschaft spaltet. Früher war Fleisch Mangelware. Heute ist es Massenware. Das wenige Fleisch, das nach dem Zweiten Weltkrieg verfügbar war und verarbeitet wurde, galt als Essbarkeit. So wie die Schiebewurst, bei der eine Scheibe Wurst aufs Brot gelegt und mit jedem Millibissen weiter nach hinten geschoben wurde, damit sie auch ja bis zur letzten Rinde reicht. In den frühen Nachkriegsjahren war man froh, wenn es überhaupt irgendetwas zu essen gab. In den 1950er Jahren, also in den Wirtschaftswunderjahren, aßen die Menschen in Deutschland pro Kopf im Jahr 2 Kilogramm Geflügel. Heute ist der Konsum fast verzehnfacht. Die Art und Weise, wie Fleisch heute erzeugt wird, verursacht enorme Probleme. Für die Tiere wie auch für die Umwelt. Die Fleischproduktion ist alles andere als nachhaltig. Würden alle Menschen so viel Fleisch essen wie wir, bräuchten wir einen zweiten Planeten. Das Gute ist, immer mehr Menschen machen sich besser Gedanken, ob sie dieses System noch unterstützen können oder wollen. Immer mehr haben ein Problem mit den völlig unhaltbaren Zuständen in den Fleischfabriken. Auch ich zähle zu diesen Menschen. Mir macht das Politikversagen im Hinblick auf diese Zustände große Sorgen. Trotzdem bin ich niemand, der Fleisch grundsätzlich ablehnt. Ich esse gern mal ein Steak oder ein Schweinebraten. Dabei ist mir aber nicht egal, ob es von einem Tier stammt, das unter unwürdigen Umständen dahin vegetiert oder ob es mit Respekt behandelt wird und aus einer weitgehend artgerechten Haltung stammt. Weitgehend artgerecht, als Biologe mache ich diese Einschränkung bewusst. Wirklich artgerecht wäre nämlich die Tiere gar nicht erst einzusperren. Jede Form der Tierhaltung, auch die von Haustieren, wäre unter diesem Aspekt problematisch. Trotzdem werden jetzt viele sagen, wie kannst du nur? Wer sich so viel mit dem Thema beschäftigt, muss doch Vegetarier werden. Nein, das finde ich nicht. Erstens glaube ich, dass viele Leute sich eine andere Landwirtschaft wünschen und trotzdem Fleisch mögen, vielleicht aus Genuss, vielleicht aus Gewohnheit. Ich möchte, dass jeder Mensch sich frei entscheiden kann. Der entscheidende Punkt ist, immer mehr Menschen erkennen, dass das System Massentierhaltung inakzeptabel ist. Und zweitens gibt es massive Unterschiede in der Tierhaltung. Es macht einen krassen Unterschied, ob ein Huhn in einem 40.000er Stall gemästet wurde oder ob es in einem mobilen Stall auf der grünen Wiese groß geworden ist. Das Ziel muss sein, die Landwirtschaft so gut zu bauen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt. Ich will, dass es den Tieren besser geht und dass die Umwelt geschont wird. Ich will, dass die Landwirtschaft das Klimaschutz und bäuerlichen Betrieben perspektiven lässt.
dass Bäuerinnen und Bauern ihre Tiere besser halten und ihre Arbeit wieder gut leben können. Die Tierhaltung will ich nicht abschaffen, aber ich will sie besser machen. Und ich freue mich über jeden, der das unterstützen will, auch auf dem eigenen Teller. Natürlich kann man jede Nutztierhaltung grundsätzlich ablehnen. Ich tue es nicht. Davon sind die politischen Mehrheiten auch meilenweit entfernt. Und es wäre fatal, wenn man im Umkehrschluss so tun würde, als wäre alles gleich schlimm. Es gibt enorme Unterschiede im Tierschutz. Darf man Tiere töten, um sie zu essen? Ich finde ja. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben bei mir zu Hause zu besonderen Anlässen Tiere auch selbst zerlegt. Deshalb habe ich vielleicht einen etwas pragmatischeren Zugang zum Thema Fleischessen. Trotzdem ist das eine berechtigte ethische Grundsatzfrage und man kann durchaus anderer Meinung sein als ich. Aber dieser Grundsatzstreit darf uns nicht davon abhalten, jetzt schon möglichst viele schrittweise Verbesserungen durchzusetzen, statt darauf zu warten, dass es vielleicht irgendwann eine grundlegende gesamtgesellschaftliche Meinungsänderung gibt in der Frage, ob man Tiere überhaupt töten darf. Ein Entweder-Oder, ein Ganz oder gar nicht, damit kann ich als Politiker genauso wenig anfangen wie als Privatmensch. Ich will eine Politik machen, die die Bedürfnisse der Veganer ebenso einschränkt wie die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Landwirtinnen und Landwirte. Das wäre ein enormer Fortschritt, wenn es uns gelingen würde, den jetzigen Zustand Schritt für Schritt zu verbessern. Dann noch ein bisschen was, die sogenannte Schuldfrage. Es heißt ja immer, naja, diejenigen sind schuld oder diejenigen sind schuld. Die Fleischfabrik Deutschland schadet den Tieren, der Umwelt, sie schadet dem Klima und der Artenvielfalt. Sie schadet Verbraucherinnen und Verbraucher und bringt weltweit Menschen in Not. Aber wer trägt dafür eigentlich die Verantwortung? Die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Bäuerinnen und Bauern, die Märkte, die Lebensmittelwirtschaft, der Handel, die Regierung, der Bauernverband, die Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaftsminister und andere Akteure, wie der in Talkshows präsente vermeintliche Bauer Willi, schieben die Verantwortung gern den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu. Sie sagen, die Leute kaufen ihr Fleisch aus Massentierhaltung und schelten pauschal jeden, der seine Einkäufe im Supermarkt macht. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollten es hauptsächlich billig, hätten wenig Ahnung von Landwirtschaft und würden regionale Herkunft zwar wichtig finden, aber trotzdem reintrauen, was wir sie kaufen. Das ist eine sehr einseitige und vereinfachte Sicht auf die Dinge. Denn mit einer solchen Aussage wird die Schuld für die Missstände denen zugeschoben, die in einer Mittagspause in der Kantine nur die Wahl haben zwischen Hühnerfrikassierung und ungarischer Art. Man schiebt die Verantwortung all jenen zu, die nach der Arbeit schnell in den Supermarkt gehen, um sich etwas zu essen zu besorgen und vielleicht nicht ausreichend Zeit haben, intensiv zu recherchieren, was sich hinter bunten Verpackungen, nichtssagenden Industriesiegeln, schönen Werbeversprechungen verbirgt. Eine einseitige Schuldzuweisung mit der komplexen Frage nach der Verantwortung, da hat sich ja nicht gerecht. Ja, ich finde auch, dass es im Winter nicht unbedingt Weintrauben aus Chile sein müssen, die unter enormen Energie- und Wasseraufwand über 1000 Kilometer hierher transportiert werden. Und ja, Tatsache ist, wir geben hier in Deutschland verhältnismäßig wenig Geld für Lebensmittel aus. Im Durchschnitt gerade einmal 10,4% unserer gesamten Konsumausgaben. Und damit weniger als die meisten anderen europäischen Länder, zum Beispiel Frankreich, Belgien, Schweden und Italien. Eine Rolle spielt sicher das in Deutschland sehr erfolgreiche Discounter-Modell. Billig ist auch nicht immer gleich schlecht. Wenn aber billig unter Wert und Preis bedeutet, dann hat das Auswirkungen für die Landwirte, die zu den Preisen produzieren müssen. Und andersfalls würde es untergehen. Wenn ein XXL Hähnchenbrustfilet von Deutschlands Geflügelmarke Nummer 1 die höchste Qualität und feinsten Genuss verspricht, zu 5,55 Euro das Kilo angepriesen wird, oder wenn ein Supermarkt für ein Kilo Gutenschenkel nur 2,99 Euro verlangt, dann ist klar, dass Umwelt, Tiere, Arbeiter in den Megaschlacht dürfen und die Bauern ausgebeutet werden. Die Wahrheit ist, höchste Qualität ist für den kleinsten Preis nur selten zu haben. Hier liegt die Verantwortung aber nicht allein bei den Verbrauchern. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, in der zum Beispiel Arbeitsschutz, Urlaubsgeld und Mitbestimmung mehr zählen sollten als reine Profitmaximierung. Aus vielen Umfragen wissen wir, dass sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Tierschutz, weniger Quälerei wollen, dass ihnen sauberes Grundwasser wichtig ist und sie die Überdüngung ablehnen, dass sie faire Preise für die Bauern wollen und keine Dumpingpreisschlachten aufs billigste Schnitzel. Daraus ziehe ich den Handlungsauftrag an die Politik. Sie soll aus diesen Wünschen Regeln machen, an die sich alle halten müssen. Ich finde es falsch,
wenn Discounter und Supermärkte ausgerechnet mit billigem Fleisch und billiger Milch werden. Lebensmittel haben einen Wert, der sich nicht beliebig nach unten geschraubt werden kann. Lebensmittel müssen ihren Preis wert sein, vor allem wenn es um das Wohl der Tiere und den Erhalt der Umwelt geht. Es geht darum, bei Verbrauchern und Verbrauchern mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber natürlich spielt auch die Überproduktion in der Landwirtschaft eine Rolle. Immer mehr Fleisch, immer mehr Milch. Dieses Überangebot drückt die Preise und dafür können die Verbraucherinnen und Verbraucher nichts. Ja, Verbraucherinnen und Verbraucher sind zentrale Akteure für Änderungen. Nachhaltiger Konsum ist ein zentraler Hebel. Die Agrarwende funktioniert nur, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher sie mitmachen. Aber bevor sie von Verbrauchermacht sprechen, müssen Täuschungen und Trickserei beendet werden. Denn die Wahrheit der Lebensmittelindustrie versteckt sich hinter einer schönen Marketingmaske. Wenn ich in einen Supermarkt gehe, um mir etwas zu essen zu kaufen, bekomme ich als Kunde von der Marketingabteilung bestimmte Bilder vorgegaukelt. Hackfleisch vom herrschaftlichen Gut Bonholz, Wurst vom Fachwerk geschmückten Gut Drei Eichen, Rindfleisch der Marke Bauerngut. Welche Bilder werden wohl damit im Kopf erzeugt? Was in den Auslagen der Discounter und des Lebensmittelhandels zu finden ist, sieht nach einer heiteren, vom Glück erfüllten ländlichen Idylle aus. Nur existiert in Wirklichkeit keins dieser Güter. Sie sind schlichtweg Erfindungen der Discounter Netti, Aldi und Penny. Das ist Etikettenschwindel, denn die Realität hinter plastikverpackten, vermeintlich heimatverbundenen Welt ist eine andere. Die Produktionsbedingungen für das Fleisch mit dem wohlklingenden Namen sind kaum nachvollziehbar. Kind ist nicht klar, dass das Fleisch statt aus den abgebildeten bäuerlichen Betrieben aus tierquälerischer Massentierhaltung stammt. Und tierleidende ökologische Schäden und gesundheitliche Gefahren ist auf der Verpackung nichts zu finden. Marketingstrategien wissen natürlich, wie sie mit dem Gewissen der Menschen spielen können. Sie bedienen die Trends hin zu Landlust, zu Rustikal, zu Bodenständigkeit. Mit gezielter Werbung wird die Sehnsucht nach intakten bäuerlichen Höfen und heiler Welt durch wohlklingende und hübsch aufgemachte Wortbildmarken ausgesprochen. Wenn man solchen Produkten das Menschliche in der Umweltfreundlichkeit des Verantwortungsbewusstseins umhängt, ist das nichts anderes als Greenwashing. Denn das, was in den Tierfabriken geschieht, hat mit den erzeugten Bildern überhaupt nichts zu tun. Es gibt große Regelungslücken, was Transparenz, Kennzeichnung und Klarheit von Lebensmitteln betrifft. Wussten Sie zum Beispiel, dass in einer Kalbswurst bis zu 85% Schweinefleisch enthalten sein kann? Oder eine Wurst Rindsknacker heißen darf, obwohl da mehr Schwein als Rind verarbeitet worden ist? Verbraucherinnen und Verbraucher wollen Klarheit, doch sie sind gezwungen, im Supermarkt Schweinefleisch zu spielen, um überhaupt an die Informationen zu kommen. Mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz wäre ein großer Schritt nach vorne. Wir als Kunde werden im Laden wichtige Unterscheidungskriterien vorenthalten. Die Qualität, die Art und Weise, wie das Produkt produziert wurde. Von wenigen Siegeln, wie dem Bio- oder dem Neuland sicher abgesehen, fehlt jegliche nachvollziehbare Differenzierung bei Fleisch. Von Seiten der Agroindustrie heißt es hierzu, alles Fleisch sei gleich sicher und gleich gut. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern wird damit vorgegaukelt, dass Fleisch aus Deutschland immer die gleiche Qualität aufweist, egal ob es von einem Biohof oder aus der Massentierhaltung kommt. Dem ist aber Autos sind ja auch nicht alle gleich gut, bloß weil sie alle vier Räder haben und fahren können. Ein Diesel ist kein Elektroauto. Es gibt große Unterschiede in der Art und Weise, wie Tiere gehalten werden. Zum Beispiel auf der grünen Wiese oder einem Stall mit 40.000 anderen Tieren. Aber diese Unterschiede können Kunden im Laden nicht erkennen. Wenn im Laden das angeblich gleiche Stück Fleisch einmal 2,99 Euro und eines anderen mal 3,99 Euro angeboten wird, wählen natürlich viele das günstigere Angebot. Damit aber Kunden eine bewusstere Wahl treffen können, brauchen sie ehrliche, qualitative und transparente Unterscheidungskriterien. Wir brauchen mehr Wettbewerb durch Qualität statt der Quantität. Es ist einfach eine Grundsatzfrage, wie schaut es mit dem Fleisch aus? Müssen wir in Zukunft weniger Fleisch essen? Klar ist, die Ernährungsgewohnheiten, die wir uns als Gesellschaft angereichert haben, sind nicht nachhaltig. Unser hoher Fleischkonsum ist ein Problem, das schon heute und erst recht auf lange Sicht unseren Planeten aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn alle so viel Fleisch essen würden wie wir Deutschen, bräuchten wir einen zweiten Planeten. Nur 55% der weltweit angebauten Feldfrüchte ernähren die steigende Zahl der Menschen direkt. 36% der Ernte landet im Futtertrog. In der EU landen sogar 60% des angebauten Getreides als Tierfutter in den Trögen. Da die Bevölkerung auf diesem Planeten bald auf 10 Milliarden Menschen anwächst, müssen die Kalorien gerechter aufgeteilt werden. Futtermittel für die Massentierhaltung stehen zunehmend in direkter Konkurrenz zu Grundnahrungsmitteln für die Ärmsten dieser Welt.
Wir schaffen es nur, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, wenn wir über Verteilungsfragen reden. Und wenn wir die Produktion und den Verzehr von Fleisch senken. Denn der Boden, die Umwelt, trinkbares Wasser, all das sind begrenzte Ressourcen. Was heißt das für uns? Langfristig werden wir als Gesellschaft unsere Ernährungsgewohnheiten anpassen müssen. Wir werden insgesamt weniger und ökologisch nachhaltiger erzeugtes Fleisch essen. Ob jetzt jemand eher das Low-Food-Typ ist oder gerne Fast-Burger isst, ist mir ziemlich egal. Es kommt auf nachhaltige Herstellung und auch die Menge an. Das Gute ist, wir haben in Deutschland schon jetzt einen Trend, dass immer mehr Menschen immer weniger Fleisch essen. Esskultur ist veränderbar, auch ohne dass man irgendjemand etwas vorschreibt. Was wir davon haben. Davor ging es im Buch darüber, mit welchen Schritten wir den Aufbruch in die Agrarwende hinkriegen. Diese 6 Schritte schaffen den Aufbruch in eine Agrarwende, hin zu gutem Essen. Für manche Herausforderungen liegt das Patentrezept noch nicht auf dem Tisch. Doch eine Agrarwende ist möglich und nötig. Wir können unsere Lebensmittelerzeugung so umbauen, dass sie Krisen verhindern, statt zu verursachen. Dass sie mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. Ich will eine Agrarpolitik, die unsere Bäuerinnen und Bauern stärkt, statt die Agroindustrie zu hofieren. Weg von reiner Profitmaximierung und Wachstum hin zu Regionalität und Qualität. Und ich bin davon überzeugt, dass der Rückenwind für eine Agrarwende immer stärker wird. Eine Agrarwende ist ein grundsätzlicher Wandel der politischen Weichenstellungen. Wirtschaftliche Machtkämpfe und gesellschaftliche Veränderungen bedeutet. Schon heute gibt es harte Auseinandersetzungen mit der Agroindustrie und dem Bauernverband, mit Politikern. Doch die Beharrungswiderstände des Status quo gab es auch beim Atomausstieg. Und dennoch haben wir bei der Energiewende erreicht, was auch bei der Agrarwende erreichen können. Ein grüner Umbau, von dem alle profitieren. Dafür gibt es Rückenwind und dieser Rückenwind ist wichtig. Denn erst die wachsende Interesse und Engagement vieler Menschen für das Thema Essen und Landwirtschaft bereitet den Nährboden für politische Veränderungen. Und dafür ist es höchste Zeit. Eine grüne Landwirtschaft bedeutet mehr und vielfältigere Jobs in einer vielfältigen Landwirtschaft. Mehr Gerechtigkeit gegenüber Menschen und Tier, weniger Fluchtursachen und Hunger, mehr Umweltschutz, Klimaschutz und Artenvielfalt. Eine Landwirtschaft mit Zukunft, von der alle profitieren. Und wie stellen wir uns das vor, dass das vielleicht gelingen kann, im Kern durch Maßnahmen in 3 Bereichen? Auf der einen Seite durch klare Kennzeichnung, eine ganz einfache Kennzeichnung auf Tierprodukte, das gleiche wie bei den Eiern. 3, 2, 1, 0. Bei den Eiern war 3 Käfigei. Jetzt werden wir beim Rinder natürlich nicht die Käfigen gehalten, maximal kann Staubmeier sagen. Aber das bedeutet 3 ist gesetzlicher Mindeststandard. 2 bedeutet mehr Platz für die Tiere. Das kann man auf jede Tierart umrechnen. 1 bedeutet, die Tiere dürfen auch frei. Das ist natürlich ein Unterschied beim Schwein oder beim Rind. Das Rind geht auf die Weide. Das Schwein kriegt sozusagen ein bisschen Stroh, ein bisschen Schlamm. Entsprechend, wo es denn toben kann man sich was überlegen. Und 0 bedeutet Bio, das lässt sich auf alle Tierarten übertragen. Der nächste Punkt ist, wir verteilen das Geld anders und gerechter. Wir haben über 5 Milliarden Euro zur Verfügung, wovon im Moment das Geld so verteilt wird, 3-4% der größten Betriebe bekommen über 25% des Geldes. Dieses Geld kann man so verteilen, dass mehr davon profitieren und nach dem Prinzip öffentliches Geld für öffentliche Güter. Für mich sind öffentliche Güter Tierschutz, Naturschutz und Landschaftsschutz. Tierschutz kommt da vielleicht etwas von uns Grünen neu dazu. Wir wollen auch Geld geben, wenn ein Bauer seinen Stall umbaut, von einem vollspaltenden Stall, auf den die Schweine rumrutschen und eben so stehen, wie ich es vorhin vorgelesen habe, hin zu einem Stall, wo die Schweine vielleicht raus dürfen. Naturschutz ist selbst erklärt, Landschaftsschutz ist auch selbst erklärt. Der dritte Bereich, wo wir was machen wollen, ist bei Gesetzen, zum Beispiel so bestimmte Dinge, wie das massenhafte Töten oder das millionenfache Töten. Eintagesküken, aber das wollen wir schon mit Gesetzen unterbinden. Das heißt, Ordnungsrecht, bestimmte Gesetze, das Geld gerechter verteilen nach stärkeren ökologischen Kriterien und eine klare, transparente Kennzeichnung und damit glauben wir, sehr, sehr viel zu erreichen. Wir haben uns auch vorgenommen, dass das nicht von heute auf morgen passieren muss. Man kann nicht von heute auf morgen umsteuern. Wir haben uns einen Zeitraum von 20 Jahren entsprechend gegeben und das wollen wir gemeinsam mit der Gesellschaft in Streit und Diskussion mit den anderen Parteien erreichen. Und deswegen fangen wir jetzt mit Diskussion und vielleicht auch Streit an. So viel mal von meiner Seite.